Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei X-Train 24, Ihrem Portal für Modelleisenbahn und Zubehör. Und nicht nur herzlich willkommen bei X-Train 24, sondern ich muss jetzt richtigerweise sagen, bei den X-Train 24 Modellbahnwelten. Und die Modellbahnwelten wollen wir Ihnen natürlich ganz plastisch zeigen, hier in einem Video und auch in vielen anderen Videos, die folgen werden. Wir fangen an mit der Themenwelt Frühling. Nach dem Berliner Gassenhauer, Veronika, der Lenz ist da. Das heißt also, wir wollen Ihnen Modellbau vom Feinsten servieren mit den Produkten, die Sie bei uns auf unseren Seiten finden. Und das mache ich jetzt nicht alleine. Nein, ich assistiere einem ganz besonderen Mann, nämlich Thorsten Ströver, der ja allgemein bekannt ist schon in der Modellbauszene. Er wird uns helfen, die Produkte, die wir hier auf den Seiten anbieten, zu verarbeiten und Ihnen Anregungen zu geben, wie man was gestalten kann. Und da begrüße ich natürlich an meiner Seite gleich Thorsten Ströver. Er ist hier zu sehen, liebe Zuschauer. Hallo Thorsten. Hallo Frank. Fein, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier gemeinsam zu basteln und zu bauen und den Modellbahnern, vor allen Dingen auch den Anfängern, mal Tipps zu geben, wie man was macht. Was werden wir sehen, liebe Zuschauer? Auf der einen Seite sehen Sie bereits hier ein vorbereitetes Modul. Das ist schon bepflanzt, das ist schon teilweise bebaut und werden viele sagen, oh, ich hätte es gern gesehen. Thorsten, wir zeigen es aber noch. Ja, natürlich. Ganz klar. Wir haben, wie man das so schön in der Küche immer sagt, da mal was vorbereitet. Genau, weil das würde sonst zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, Thorsten, Mittelpunkt dieses Gebäudes hier, beziehungsweise das Gebäude ist Mittelpunkt. Was ist das? Das Gartencenter von Busch. Und das Gartencenter von Busch gibt es natürlich auch bei uns auf X-Train 24 zu kaufen. Ich zeige mal die Schachtel hin. Das Gewächshaus Gartencenter H0 mit der Artikelnummer 1547. Das ist hier auf diesem Gelände schon teilweise aufgebaut. Genau. Noch nicht ganz fertig, aber teilweise. Ich muss dazu sagen, wir haben hier zwei Bausätze verwendet. Nicht, dass die Leute sich nachher täuschen, wenn sie es kaufen. Ja. Ja, das heißt also, das ist das Gartencenter. Hier ist eine Fläche, die hier bereits montiert ist. Die gehört hier dran. So, und dann kann man zwei schön zusammenbauen. Man muss natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, dass es dieses Gartencenter, wenn man es kauft und zusammenbaut, leer ist. Ja, das heißt also, auch hier hat Busch weitergedacht und gesagt, okay, wir richten das Ganze auch ein. Ich halte es mal in die Kamera rein. Wir haben hier jetzt natürlich auch diese Artikel verwendet, unter der Artikelnummer 1128, um das mal andeutungsweise ein bisschen zu füllen, dass man auch so mal so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Ne? Genau. So, Thorsten, jetzt bist du an der Reihe. Du hast ja hier schon einiges gemacht. Wir haben schon einige Artikel in das Gewächshaus reingestellt. Wir zeigen es dann gleich noch weiter. Was ist ganz wichtig erstmal für den Modellbahner, vor allen Dingen für die Anfänger, wenn die die Verpackung aufmachen, welche Werkzeuge brauchen wir denn eigentlich dazu? Wir brauchen ein Cuttermesser, x-beliebiges, eine Pinzette. Und natürlich so einen kleinen Seitenschneider. Einen kleinen Seitenschneider, genau, von Faller oder einer anderen Firma. So, dann haben wir natürlich in der Verpackung den Bauplan. Den studieren wir. Und? Und viele Spritzlinge und dazu, diese Spritzlinge Ausgestaltung dazu. Und so weiter. Ich zeige es mal hier rein. Ja. Das sind also diese vielen Teile. Das hier sind Blumentöpfe und ja, in verschiedenen Farben. In verschiedenen Farben. Ja. Hier in Pink. Man kann es natürlich auch farblich noch ab. Stimmt, wenn Pink etwas zu stressig ist. Kannst du auch bemalen. Ja, es muss nicht so bleiben. Es muss nicht so bleiben. Mattieren. Es ist auch wichtig zu zeigen, du hast mir das vorhin gezeigt, die sind ja hier mit solchen ganz kleinen, ich gehe nochmal vor die Kamera, das sollten wir mal zeigen, mit solchen kleinen Nasen und Ecken. Und die müssen mit dem Seitenschneider hier rausgetrennt werden. Genau. Ne? Und wenn man die rausgetrennt hat, bleiben ja immer noch so ganz kleine Ecken und Kanten stehen. Die kann man dann mit einer Nagelfeile entfernen. Ja, die gerade können wir mit einer Feile entfernen. So, das als Vorwort. Das ist das Vorwort. So, jetzt bist du dran. Was bauen wir jetzt hier? Gut, das Gewächshaus haben wir bereits gebaut. Man muss hier besonders darauf achten. Die Grundstruktur ist erstmal dieses Art Plexiglas, was man zusammensetzt. Da ist natürlich keine Frage, man muss sauber arbeiten.
um diese Strukturen hier, die Laser-Cut geschnitten sind, aufzubringen, braucht man nur sehr wenig Kleber. Natürlich, dass es keine hässlichen Flecke auf den Dächern oder auf dieser Art Verglasung gibt. Dazu kann man kleine Zahnstocher verwenden und man tunkt sie ein bisschen in den Kleber ein und somit kann man das wunderbar vermeiden. So, beim Bau ist natürlich zu beachten, hier ist das Dach fest. Man kann es auch, es ist vorbereitet so, dass man es eigentlich nur drauflegen kann und erst später verkleben kann. Wir haben es aus verschiedenen Gründen, haben wir einige Zubauteile hier erstmal weggelassen, damit es keine Spiegelungen gibt. Hier ist es ganz praktisch, weil wir zwei Gewächshäuser kombiniert haben, beziehungsweise zwei Gartencenter, so heißen die ja. So haben wir eine Seite offen gelassen und können hier verschiedene Details, die wir hier so haben, Anhänger, verschiedene gepflanzte Utensilien oder auch vorbereitete Tische, die können wir dann wunderbar reinstellen. Die sollten natürlich, bevor das Gewächshaus irgendwann weitergebaut wird, sollten diese Sachen natürlich ordentlich verklebt sein, so dass, wenn man dieses Diorama zum Beispiel auch, wie wir jetzt bewegen würden, würden die Teile sich alle nach unten bewegen. Ja. Also diese Teile finden wir dann ja auch in diesem Zurüstbeutel, was ich Ihnen gezeigt habe, liebe Zuschauer, mit dem Zubehör. Das heißt also, dieser Anhänger Sonderverkauf. Für 999 Euro können Sie diesen Anhänger in diesem Gartencenter kaufen. In diesem Gartencenter kaufen. Es gibt natürlich auch ein Terrakotta-Blumengefäß, Sonderverkauf, alles fürs Frühjahr gedacht. Weil wir sind ja jetzt im Frühjahr und da ist Pflanzzeit. Vergiss die Gartengeräte nicht. Oh, das ist ganz wichtig. Ja. Sind noch Mistgabeln dabei, sehe ich gerade. So, und nicht nur das, sondern was mir besonders ganz gut gefällt, und ich verrate Ihnen jetzt was, ich habe es vorhin zusammengeklebt. Der Gießkannen-Sonderverkauf. Jede Kanne 1,50. Ich stelle die mal, nein, der Baum muss hinter, die Gießkanne muss vor. Das habe ich geklebt, eigens gemacht. Schauen Sie sich das mal an. Wunderschöne Gießkannen. Ich darf noch mehr kleben. Oh ja. So, und dann haben wir natürlich noch mehr Terrakotta-Gefäße in ganz eigenartigen Farben. Das ist Lila, der letzte Versuch. Das ist dann für die Pflanzen, die nicht mehr so richtig wollen. Da kann man dann diese Lila. Aber wie gesagt, die Terrakotta-Farben sind natürlich ganz, ganz toll. Alles Sonderverkauf hier in unserem Gartenmarkt. Und der hat ja auch noch nicht offen. Es ist ja erstmal, wir füllen das ja erstmal nur mit Waren. Hat ja auch noch kein Dach. Also hat ja noch kein Dach. Ne? Genau. So, und dann gibt es natürlich auch noch einen wunderschönen Koniferen-Sonderverkauf. Was ist das? Oh, ein bisschen zu groß für einen Buchsbaum, würde ich sagen. Buchsbaum. Nein, zu groß. Eine Nachwuchstanne. Und was ist das? Du siehst ja, er passt gerade so. Ein Lebensbaum. Ins Gewächshaus. Aber da muss was anderes hin. Denn, was hast du noch gebaut? Ach, liebe Zuschauer, das muss ich Ihnen natürlich auch zeigen. Also Thorsten hat Vorarbeit geleistet. Ich komme mal ran ein bisschen. Ich komme mal ein bisschen ran. So, jetzt haben wir es gleich scharf. Wunderbar. Ich habe ein Regal gestaltet und gebaut mit vielen tollen Sachen, die man auch zum Sonderpreis, zum Frühjahrs-Sonderpreis. Du haust alles zum Sonderpreis raus, kann das sein? Naja, wir haben Frühling, die Leute kommen, okay. Die sollen ja auch pflanzen. Gut. Und das stellen wir, wo hast du gesagt, das stellen wir hier hin? Ja, stellen wir einfach davor, die Wand fehlt eh noch, wir können es hier davor stellen. So. Ist das nicht der Hammer, liebe Zuschauer? Ich habe ein Regal gebaut. Ich bin ganz stolz auf mich. Mit seiner Anleitung ist mir das geglückt. Mhm. Ja, jede Gießkanne 1,50, wollte ich nur sagen. So, also, den Gartenmarkt haben wir bestückt. Ja. Man kann es natürlich auch als Freifläche lassen, oder? Man muss nicht nochmal ein Dach draufsetzen. Ich dachte, man hätte auch jetzt diese Wand jetzt hier dran setzen können und dann noch eine schöne Pflasterung machen können. Dann hätte es eine Freifläche, klar. Gerade für größere Gewächse, vielleicht auch größere Bäume, könnte hier entstehen. Also man hat so viele Möglichkeiten und man kann auch nicht nur zwei davon nehmen, man kann drei nehmen und nebeneinander, voreinander, wie auch immer, alles machbar. So, zur Landschaft gibt es natürlich auch noch was zu sagen. Du hast es ja schon vorher begrünt. Wir werden es dann nachher noch mal sehen, liebe Zuschauer, in den nächsten Teilen. Wir sind mal erstmal nur beim Gartencenter. Ja, wir erklären es jetzt nur mal. Was hast du hier genommen? Das muss ja irgendwie angeklebt werden, beziehungsweise eine Grasmatte ist es ja wohl nicht.
Nein, dieser Teil hier ist alles selbst begrünt mit einem elektrostatischen Gerät. Der Untergrund selber wurde vorher mit einer Acrylpaste von Ilke Interactive bestrichen und getupft, damit eine Struktur entsteht. Somit haben wir einen natürlichen Erdboden. Diese Schicht lässt man trocknen. Man sieht es auch ganz deutlich, weil sich die Farbe des Untergrunds dann während der Trocknungsphase verändert. In matt, genau, vielen Dank. Das haben wir jetzt gestern mal vorbereitet. Ich halte es mal rein. Ich nehme das mal ab. Ja. Das ist also jetzt das haben wir gestern mal vorbereitet. Eine tiefbraune Erdstruktur. Genau, und da ist ein Strich drauf, der nicht hingehört, aber ist egal, das sehen wir nachher nicht mehr. Also man sieht auch sehr schön die Struktur, die du getupft hast. Das hast du mit einem harten Pinsel gemacht, ja? Ja, mit einem harten Pinsel. Mit einem extra harten Pinsel wurde der Boden so ein bisschen aufgeraut. Ja, dieser weiße Strich, das sieht natürlich jetzt etwas neckisch aus, aber den machen wir nachher noch weg. Das sieht man dann nicht mehr. Das sieht man nachher besser. Ja. So, man sieht natürlich auch hier ringsrum oder hier hinten noch so ein paar wunderschöne Pflanzen. Auch das ist aus dem Lieferprogramm hier bei X324. Richtig, genau. Hier vorne haben wir die Blumen von der Firma Busch verwendet. Das hier, ich drehe es mal rum. Ja, wir drehen es am besten mal. Oh, jetzt ist das Regal umgefallen mit meinem Sonderverkauf. Na sowas. Ja, jetzt ist es noch billiger. Jetzt wird es noch billiger. Wir nehmen es mal raus, bitte. Oder wir können es wieder hinstellen. Wir können es dann auch mal ankleben. Ja, wir machen das. Also, man sieht hier wunderschön dieses Blumenset von der Firma Busch. Haben wir richtig. Auch, glaube ich, die Verpackung irgendwo. Ja, die haben wir hier. Rechts außen. Ganz rechts außen. Ganz rechts außen. Ganz rechts außen. Ich zeige das mal ins Bild, liebe Zuschauer. Und zwar aus der Serie Natur pur. So. Ja, Natur pur. Und auch hier haben wir gleich die Bestellnummer, ist auch in H0 und die Bestellnummer ist 1244 oder Artikelnummer besser gesagt, nicht Bestellnummer. Die Artikelnummer ist die 1244. Ja. Diese Natur pur Serie von Busch, muss ich Ihnen auch sagen, liebe Zuschauer, ist auch was ganz Besonderes. Es sind also ganz fein Lasercut-Pflanzen. Die sind auch sehr fein. Nein, nicht Lasercut? Nein, das ist Plastik. Das ist Plastik. Das ist Plastik. Das ist Plastik. Ist kein Lasercut. Kein Lasercut. Also, aber trotzdem muss ich sagen, sehr fein detailliert. Schön fein auch. Und man kann diese ganzen Büsche rausnehmen und natürlich jetzt auch hier auf das Diorama oder auf die Anlage mit verpflanzen. So, dann haben wir natürlich hier vorn noch vor dem Gewächshaus was ganz Schlimmes stehen. Was ist das? Ja, was ist es überhaupt? Schauen wir auf die Verpackung. Schauen wir auf die Verpackung. Such es. Ich bin jetzt hier derjenige, der was sagen muss. Der findet. Da. Ach, hier ist es. Liebe Zuschauer, Löwenzahn. Das mögen die Gärtner oder die Gartenbesitzer ganz besonders. Die Kinder haben es gern mit den Pusteblumen. Die schießen dann, die pusten den Samen weg und dann verteilt sich das auf den ganzen Garten. Und Gärtner hat das Problem wieder, das Unkraut wegzumachen. Ist halt ein bisschen schlimm, aber man kann ja auch Löwenzahnsalat machen zum Beispiel. Ja. Kann man machen, kann ja. Man, wenn man es mag. Soll man starten? Ja, ich mag Löwenzahn, okay. Aber man soll nur die jungen Pflanzen nehmen. Aber nicht hier von unserer Anlage, bitte. Nein. Die sind schwer verdaulich. Die sind schwer verdaulich. Wir drehen es noch mal ein bisschen weiter. Ja. Was Sie jetzt hier auch noch im Bild sehen, ist, dass es sind Fertigmodelle, die können Sie sofort einsetzen. Die ganzen Modelle gibt es auch als Bausätze. Das ist was für laue Sommernächte, für lange Winternächte. Da braucht man viel Geduld. Aber wie gesagt, man kann auch auf die fertigen Pflanzen zurückgreifen. Mhm. Das, was wir jetzt hier sehen, hier außen, den Löwenzahn, den du gezeigt hast, ja. Den siehst du auch noch mal in einer einzigen Pflanze auf dem Feld. Und zwar hier genau hinten. Da. Hier hinten, ja. Ja. Das ist natürlich jetzt ganz für die Gran das und Klein. Das ist jetzt ganz für die Gran und Klein. Ja. Das ist für die Lux-Augen haben, die jetzt vom Fernseher sitzen. Die sehen das. Ja, ja ich sehe es auch gerade noch so. Ich sehe es auch gerade noch so. Dann haben wir natürlich noch andere Pflanzen hier vorne. Ja. Was ist das? Das sind Pflanzen von Martin Wellberg, Zinnig Studios. Das wollen wir auch mal zeigen. Genau. Gibt es da eine Verpackung? Kann ja, man da gibt es zum Beispiel eine Verpackung. Da schauen wir mal hier. Allerdings mal nach vorne auf die Straße, würde ich sagen. Wir begrünen mal die Straße. Das ist jetzt eine von 12 Farbvarianten, in diesem Fall Lavendel. Ich zeige auch mal die Verpackung rein. Ich muss mal gucken, dass wir hier die Verblendung rauskriegen. Bestellnummer. SAL.
Richtig? Richtig. Ja. Krieg Nicken, also SAS stimmt. Also auch diese Produkte bekommen Sie bei uns hier bei Xtrain24 im Shop. Was ist jetzt anders hier an diesen Pflanzen? Gut, daher haben wir kein Plastik. Diese Pflanzen, die bauen auf einer Grasstruktur auf und sind zusätzlich einer Art Turf und Blättern belaubt und haben zusätzlich noch Blüten in diesem Fall. Aber ja. Wir haben natürlich auch Pflanzen, die, sieht man das? Ja, die jetzt keine Blüten haben. Das gibt es in dunkelgrün, hellgrün, mittelgrün, olivgrün und. Eine sehr vielfältige Auswahl. Das sind Büschel oder was ist das jetzt? Ja, man kann das als Büschel nehmen. Die sind jetzt erstmal so, jetzt wie man das jetzt hier sieht, die sind als Büschel erstmal gefertigt. Mhm. So, was man vielleicht nicht gerade bei den Blühen, ja, kann man auch. Man kann auch einzelne entfernen. Ich mach's mal hier vor und versuch's mal, ob es klappt. So. Oh, er hat ein Haar ausgerupft. Ein jetzt Haar mal, rausgerupft. Jetzt zeigen es mal in die Kamera. Geh mal bitte aufs Grau ein bisschen mehr, dass man das... So? Ja, ist das besser? Ja, ja. Also er hat also auch einzelne Fäden, kann man ziehen ohne Probleme. Man muss nicht den ganzen Busch nehmen. Ah, genau. So. Woran denkst du da? Ich würde sagen, ich meine, es ist jetzt wieder, denk mir der, ja, zum Beispiel. Stockrose zum Beispiel. Zum Beispiel. Meine Lieblingspflanzen. Ja, könnte man machen, könnte man da einfach pflanzen. Jetzt haben wir den Vorteil, wir driften nicht weit ab, aber man sieht jetzt hier zum Beispiel, wir haben, der Fachmann sieht es, es ist eine Styrodurplatte. Wir können natürlich alles auch auf hölzernen Untergrund pflanzen. Beim Styrodur ist es so. Kannst du einfach reinstecken. Genau. Ich brauche es eigentlich noch nicht mal verkleben. Ich gebe ein bisschen rein mit der Pinzette. Und schon ist das Ding drin. Und wenn ich Glück habe, na, manchmal habe ich Glück, diesmal nicht ganz. Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Der ist immer so auf Messen oder ist es genauso. Aber der Zuschauer, der sich damit beschäftigt, weiß, was damit gemeint ist. Man kann diesen einzelnen Stängel sozusagen in diese... Da ist er drin. Jetzt ist es eine Herausforderung für den Kameramann, den zu finden. Und für den Zuschauer, das ist der mit den Luchsaugen. Ich halte nochmal den Finger hin. Zur Orientierung, da ist dieser einzeln ausgerupfte, also er fügt sich nahtlos in diese wunderschöne Wiese ein. Apropos Wiese, es sind zwar jetzt nicht ganz Frühlingsblüher, aber die Sonnenrosen zum Beispiel, die Sonnenblumen hier, das ist wieder ein Artikel der Firma Busch. Genau. Und die gibt es in Packungsgrößen mit 120 einzelnen, ich halte es mal hier hin, auch aus der Natur pur Säge. In dieser Verpackung sind 120 Sonnenblumen. Das ist also auch eine Herausforderung. In dieser jetzt nicht, aber in den Bausätzen. In den Bausätzen, Entschuldigung, ja. Aber das kann man dann auch bei uns auf den Seiten natürlich selbstverständlich mal nachgrasen. Das ist jetzt wieder toll gesagt. Man kann also auf unseren Seiten auch nachschauen. die Artikel finden Sie auch, liebe Zuschauer, neben Ihrem Player auf der Webseite. Das, was wir hier besprechen und hier auch gepflanzt haben, die Artikelnummern muss ich jetzt also niemand aufschreiben. Ja, das finden Sie also rechts neben oder links neben dem Player. Ich weiß jetzt nicht, wie das gemacht ist, aber dort finden Sie alle Artikelnummern. Und wenn Sie diese Artikelnummern anklicken, kommen Sie auch direkt auf die Seite zu diesen Artikeln. Genau. So, jetzt haben wir mal ein bisschen ringsherum erklärt, wie gesagt, wie begrast und begrünt und wie das alles passiert, zeigen wir noch. Mhm. Das wollen wir jetzt also nicht vertiefen, aber wir wollen doch noch was bauen. Wir haben Frühling und ich möchte gern von dir einen wunderschönen Birnenbaum, einen blühenden Birnenbaum gepflanzt haben. Das von des Meisters Hand. So, ich stelle das jetzt mal ganz vorsichtig hier wieder hin. So, lieber Thorsten, jetzt bist du dran. Gut. Wie schwierig ist das jetzt, so einen Baum einzupflanzen? Wenn man Styrodur hat, es ist generell nicht schwierig. Nein. Ja. Es ist generell natürlich nicht schwierig. Wir haben jetzt hier einfach drei Birnbäume aus einer Verpackung von der Firma noch. Ich halte das nochmal. Wir verwenden jetzt also jetzt die blühenden Frühlingsbäume von der Firma noch. Die gibt es in Weiß und in Rosa. Und ich glaube, wir haben die auch noch, es kommt nachher, glaube ich, ein bisschen bunt irgendwie. Ein bisschen bunt, also Apfelblüten und so weiter. Sieht also auch sehr schön aus. Ja. Ja, ich meine, das macht so einen frischen Farbtupfer. Ja, nun möchte ich den gerne auf der Wiese haben. Kannst du. Bist dran. Kannst du. So, diese Bäume haben hier einen Wurzelfuß. Moment, wir tun jetzt, Moment. So, jetzt haben wir ihn. Ja.
Diese Bäume haben generell einen Wurzelfuß in der Verpackung. Man kann sie ganz einfach trennen. Man kann natürlich diesen Baum jetzt mitsamt den Wurzelfuß setzen. In diesem Fall würde ich es jetzt nicht machen. Ich habe den Wurzelfuß einfach abgeschnitten. Brutal. Brutal gekackt. So, jetzt würde ich sagen, okay, wir müssen jetzt ein bisschen was bearbeiten, weil wir haben natürlich jetzt hier reichlich Gras. Ich würde sagen, wir pflanzen die mal hier hin. Halt. Nimmst du den, ja genau. Den nehmen wir mal runter. Ja. Ich gehe ein bisschen hier mit dem Skalpell bzw. hier mit dem Cuttermesser ein bisschen ran und hole mir da ein bisschen Gras weg. Aber nur ein bisschen. So. In Styrodur kann man sich wunderbar einfach ein Loch mit der Pinzette hineindrücken, ein bisschen so, dass es der Stamm hineinpasst. Mhm. So. Die Äste sind sehr stark. Sie ermöglichen auch ein leichtes Verbiegen. Ja. Das ist aber auch Kunststoff, ja? Es ist Kunststoff, aber es lässt sich leicht verbiegen, ja. Ja. So, und dann, das Loch ist vorbereitet mit der Pinzette hier. Da ist es. Da ist das Loch. Okay. Da ist es. Genau. Ich halte mal fest. Ja, jetzt mal bitte fest. Und schon ist er drin. Schon ist er drin. Und muss nicht mal verklebt werden. Muss nicht verklebt werden. So. Wunderbar. Ja, damit haben wir ja den Auftakt für den Frühling gemacht. Ja. Es blüht bei uns schon, liebe Zuschauer. So, und damit haben wir Sie auch ein bisschen auf das eingestimmt, was Sie jetzt demnächst sehen werden. Wir haben nämlich einiges vorbereitet für Sie. Wir machen Thema Geländegestaltung in den nächsten Teilen. Wir haben dabei Thema Straßenszenen. Sie sehen auch hier vorne so ein bisschen Pflasterstraße. Auch das werden wir Ihnen zeigen. Wir machen Thema Landwirtschaft, was ja auch im Frühjahr ganz wichtig ist. Die Landwirte im Märzen, der Bauer, die Rösslein einspannt. Das haben wir mal gelernt, liebe Zuschauer. Dann haben wir Thema Garten am Haus für die Schrebergärtner oder wirklich die Hausgärtner. Haben wir auch einige Szenen vorbereitet. Und zum Schluss wollen wir das Ganze noch ausgestalten und ausschmücken mit Figuren und Fahrzeugen. Mit Figuren und Fahrzeugen. Kleinen Pflanzen noch hinzu. Genau. Ja. So, das war der erste Teil, die Einführung und das Thema Gartenmarkt und alles, was dazugehört in der Richtung, was wir Ihnen zeigen wollten und Ihnen auch ein bisschen Lust machen wollten auf die nächsten Teile, die folgen. Ja, das war es eigentlich bis jetzt. In aller Kürze und Frische. Ich hoffe, Sie haben so sind ein bisschen juckig geworden und haben die Lust bekommen, da was mitzumachen. Es werden also, wie gesagt, auch in dieser Sendereihe weitere Themen folgen. Wir werden das Thema Sommer, Herbst und natürlich auch Winter behandeln. Das ist ja auch immer so ein Thema für viele Modellbahner. Wie mache ich das nur? Aber keine Angst, Thorsten sitzt an meiner Seite. Der wird Ihnen alles. Der macht das schon. Der macht das schon. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.